Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von X-Defiant. Etwas absolut Fantastisches ist passiert. Wenn ich hier aufs Profil gehe, sieht man, ich habe es geschafft, alle Basisherausforderungen abzuschließen. Ich habe alle Waffen freigeschaltet, die man aktuell freischalten kann. Die Geräte, das ist sowieso gar nicht schwierig, die freizuschalten. Ich habe alle Charaktere freigeschaltet. Meine Güte, was war das für ein Krampf teilweise. Hier, erziele 100 Kills, während du den digitalen Ghillie Suit verwendest. Was für eine miese Challenge. Und dann hier unten, Heilung 5000 für Verbündete mit dem Bio-Wiederboost. Was für eine absolute Drecks-Challenge. Der richtige Mist-Challenge war das. Ja, und der Rest hat einfach nur ein bisschen gedauert. Beziehungsweise teilweise hat es gar nicht mal so lange gedauert. Ein paar Dinge habe ich einfach sehr, sehr schnell geschafft. Hier 50 Sichtungs-Assists mit dem Eckel- und Aufklärungsanzug ist gar kein Problem. 50 Kills mit der Verbrennungsdrohne, gar kein Problem. Feuerbomben-Kills. Da hat ein bisschen länger gedauert, aber ist auch nicht schwierig. Ach hier, ey. Die drei. Ghillie Suit, 100 Kills mit dem Ghillie Suit aktiv. 5000 Heilung mit Bio-Vida. Sind gar nicht mal drei, sind nur zwei. Die zwei Challenges. Die waren die. Ach, nee. Zur Feier des Tages spiele ich eine Runde Zonenkontrolle. Ja. So, und ich denke, Zonenkontrolle spiele ich mit einem Präzisionsgewehr. Mir ist nämlich was aufgefallen. Es kann komplette Einbildung sein. Kann es gut und gerne sein. Aber. Welchen Charakter spiele ich? Ziehen wir es durch. Ja, Cleaner. Mit der Verbrennungsdrohne. Ich spiele die SVD. Die SVD ist ein Präzisionsgewehr. Kein Snipergewehr, kein Scharfschützengewehr, aber ein Präzisionsgewehr. So quasi eine DMR. Und mir ist aufgefallen. Wie gesagt, kann Einbildung sein. Aber es gibt ja so eine Challenge, oder fangen wir so an. Um das ARC-Sturmgewehr freizuschalten, muss man mit einem anderen Sturmgewehr Headshots machen. Ich weiß nicht, ob es Headshot-Kills sein müssen oder ob man einfach nur Headshots treffen muss. Man muss auf jeden Fall Headshots machen. Und dass der Feind deine Eroberungszonen einnimmt. Headshots. Bisher kamen mir Headshots mit einem Sturmgewehr super, super schwierig vor. Ich hab's fast nie geschafft, überhaupt einen Headshot mit einem Sturmgewehr zu landen. Aber seitdem ich hier mit dem SVD-Präzisionsgewehr-Teil spiele, seitdem ich mit dieser Waffe spiele, kommt es mir so vor, es kann noch eine Einbildung sein, aber es kommt mir so vor, als ob ich verhältnismäßig viele Headshots lande. Kann Einbildung sein, aber es kommt mir so vor. So, dann ja, oh, was war das für ein Impact? Dann Eroberungszone umkämpft. Feind hat sich eine Eroberungszone geholt. Erinnere dich, ich spiele Gelagen an dein Training. Doppelkill mit der Semtex. Semtex, bestes Gadget, immer noch. Und von Müll. So. Hab
Habt ihr dieses Zack-Zing gehört? Das war ein Headshot. Ja, dich hab ich gesehen. Was kann ich euch noch sagen? Ja, das SVD. Keine Ahnung, Gewehr. Ich bin gerade drauf und dran, die Waffe ein bisschen hoch zu leveln, um mal so das ein oder andere angeblich krasse Loadout oder die ein oder andere angeblich krasse Waffenvariante auszuprobieren. Und dafür muss man halt leveln und es dauert so unfassbar lange, bis man mal eine Waffe ungefähr so weit hat, dass man sagen kann, ja, ich habe die Waffe gelevelt. Meine Fresse, dauert das lange. Ja, ach, komm. Einmal könnte ich noch zu C gehen. Ich glaube, die Zone besteht noch so lang. Ja, einmal hinrennen, eine Semtex rein. Ja. Und dann zu D. So. Die Zone hier ist tatsächlich gefährlich. Hier besteht nämlich die Möglichkeit für die Gegner, hinter diesem Querbalken da, den man gerade rechts so bis kurz gesehen hat, da kann man stehen und die Zone einnehmen. Ist ein bisschen fies. Aber sonst ist die Zone, glaube ich, fast schon zu uneinnehmbar. Fast. Granatengott Johnny regelt. Die hat mit 14 Leben überlebt. Gut, ich gebe zu, da hat die Semtex gerade kurz ein bisschen auf voller Linie enttäuscht. Ach, es ist so zum Kotzen, wenn man von Verbündeten blockiert wird. Dass es das überhaupt gibt, dass es Player Collision gibt, das ist so ein Dreck. Ja, das, die Zone kriegen wir nicht mehr. Okay. Mulde ist abgedeckt. Hi. Ach, wäre der Typ kein Phantom gewesen, also hätte er nicht die 20 extra Leben gehabt. Wäre er gestorben. Definitiv. Die Gegner haben jetzt schon zwei Ults gezündet. Das ist leicht übertrieben. Ein bisschen unnötig. Ein bisschen verschwenderisch. Ah, übrigens, hier. Guter Sniper-Spot. Immer noch ein guter Sniper-Spot. So, aber ich gehe mit der Waffe gerne mal auch ein bisschen näher zu den Gegnern ran, weil ich dann potenziell auch besser treffe. Dann wiederum. Ach komm, das war ein Headshot. Jetzt sagen nicht, der Typ hatte... das ist eine Libertät-Ult. Absoluter Mist. So, hier setze ich Feuer rein. Hier fliegt. Gleich eine Semtex.
von hinten. Wow. Schon in die Zone. Die dürfen das nicht schaffen. Die dürfen das nicht schaffen. Haben die schon wieder eine Ult? Nee, das war keine Ult. Dreckswaffe, Dreckswaffe, absolute Dreckswaffe. Feindliche Abläufe gestört. Komm, 30 Sekunden. Tritt aufs Gas, die Zeit ist fast abgelaufen. Ey, kaum bin ich tot, schon übernehmen die Gegner wieder die Zone. Was ein Mist. Die Gegner müssen raus. Die Gegner müssen raus aus der Zone. Ah. 4 Sekunden vor Schluss. Was ein Mist. Seitenwechsel. Du greifst an. Ach. Schade. Okay, aber wir müssen einfach nur schneller sein. Das ist alles. Wir müssen nur schneller sein. Ist, schätze ich, machbar. So, ich mache wieder meine übliche Strat. Ich gehe hier auf der Map in Zonenkontrolle immer gerne zuerst zu A, weil A tendenziell schwieriger zu übernehmen ist, weil der Punkt offener ist. Und weil die meisten Leute sowieso eher zu B gehen, weil man an B näher rankommt. Aus was für einem Winkel hat der mich getroffen? Ne. Nein. Einfach nur nein. So, und dann schleiche ich hier so ein bisschen rum und dann bam. Ich habe keine Ahnung, wie ich den zweiten Hit gesetzt habe. Ach, das war ein Stick. Schön. Sticks sind immer awesome. So. Das sieht nicht gut aus. Du musst die Zonen einnehmen. Eroberungszone umkämpft. Nächstes Reinigen mit Feuer. Eroberungszone eingenommen. Werfe EMP.
Ja, wow. Und was bringt sie, wenn du es auf mich wirfst? Hm. Okay. Aktiviere EMP. Manchmal in so bestimmten Situationen verstehe ich wirklich nicht, wie ich Gegner nicht treffen kann, und manchmal verstehe ich nicht, wie ich Gegner überhaupt nur ansatzweise treffen konnte. Das ist richtig, richtig seltsam. Ach, das ist eine Sniper. Hilfe, ich sterbe hier. Ist eine ziemliche Mist-Sniper. Das sieht nicht gut aus. Ah, schade. Steht auf einmal so ein brennender Gegner vor mir, was geht? So, dann überraschen wir die Gegner kurz mal, denn... Das waren zwei Hits, ihr habt alle den zweiten Hitmarker gehört und gesehen. Frechheit, dass die nicht verreckt ist. Absolute Frechheit. Das ist auch so ein massiver Kritikpunkt, den ich hier habe. Es scheint so... Das heißt, es kommt mir so vor, als ob die Kugeln, wenn man sie geschossen hat, einfach so verschwinden würden in dem Moment, in dem man stirbt. Selbst wenn man geschossen hat und selbst wenn man schon einen Hitmarker kriegt. Die Kugel verschwindet, es wird kein Damage berechnet. Finde ich super, super bescheiden. Setzt doch die Drohne ab. Das ist auch so. Fähigkeiten und Granaten. Die werden auch nur sehr, sehr langsam platziert bzw. aktiviert. Mach doch die Drohne! Was ist denn los, Junge? Feindliche Sonarsicht ist aktiviert. Die schummeln. Das darf nicht wahr sein, dass es daran jetzt scheitert. Ehrlich. Abgenommen. Zone ist umkämpft. Wechsel das Magazin. Nur eine Zone übrig. Startbereit. Wie kommt man eigentlich da hoch? Das ist den Weg da hoch, den habe ich immer noch nicht gefunden.
Wie kommt man eigentlich... Das ist so eine kleine Brücke. Hier. Wie kommt man da hoch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ey, wie kann das sein? Wo ist mein Team? Alter. Warum geht keiner in die Zone? Dann denke ich noch gerne meine Ulti zünden. Die Ulti ist ein ziemlicher Dreck eigentlich, aber hey, bevor ich sie nicht zünde, mach mal einfach mal. Warum auch nicht? Ach, das ist Sniper. Und die Ulti rennt auch zu den ungünstigsten Zeitpunkten aus. Kommt, geht rein, versucht zu erobern. Ach nee, geht ja nicht mehr. Ist ja schon zweite Runde. Ach. Hättest du dich angestrengt, hättest du gewonnen. Tja. Und sonst? Sonst gibt es hier eigentlich gar nicht mal so viel noch zu erzählen oder auch zu tun. Weil jetzt habe ich alles freigeschaltet. Und mit dem Preseason Battle Pass bin ich auch schon durch. Neues Zeug kommt erst in Season 1. Ich schätze, ich bin hier soweit durch, wirklich. Und das nächste Video kommt dann wirklich erst in Season 1. In was, einem Monat, einem halben Monat? So irgendwie 18 Tagen so rum. Gut. Ja, das war's für heute mit XDefiant. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein. Es würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.